Willkommen zurück zu Die Pferdebande, Teil 2, Der falsche Ritter. Ja. Das letzte Mal haben wir festgestellt, dass irgendwas mit dem Spanier nicht stimmt. Aber jetzt gehen wir der Sache richtig auf den Grund. Aber vorher bringen wir erst nochmal das Pferd in den Stall. Denn das ist die Aufgabe. Wir haben ja Hals über Kopf haben wir jetzt hier den Ritt zurück angetreten, ne? Und wir haben ganz vergessen, dass das Pferd draußen steht. Ah, das ist Sancho. Sanchos Box. Ich kann Sancho benutzen. Ah. Ach so, ich mache seine Box sauber. Ah, okay, ich kann Sanchos Box sauber machen. Ich dachte eigentlich, ich mache unsere Box sauber, also die von wie heißt unser Pferd? Wildfang. Nicht Sanchos Box, aber naja, gut. Ih, Pferdemist. Bach. Ekelhaft. Schubkarre steht doch nicht vor der Box. Au, ja, da war ja was. Wir müssen die Schubkarre vor der Box parken. Ich entsinne mich. Es gab da ja ein gewisses Ding. Ich muss Sancho zuerst in Lujas Box bringen. Was? Wieso? Warum muss ich Sancho in Lujas Box bringen? Ach, weil die sauber ist oder what? Okay, Sancho. Come on. You're now going to Lujas Box. Links, rechts. Da rein. So, und jetzt? Wie sieht denn die Wildfang? Oh, Wildfangsbox sieht doch gut aus. Wahrscheinlich ist das jetzt eine Arbeit, die ich doppelt machen werde, weil, oder? Was muss ich eigentlich machen? Schubkarre nehmen wir. Ah, nee. Ah ja, doch, wir müssen schon Sanchos Box sauber machen. Na gut. Gib mal Gas hier mit der Schubkarre, das kann nicht so lange dauern. Ach, ich meine, Schubkarren sind schwer, aber das ist schon gerade ein bisschen crazy, was hier abgeht. So. Vor die Box von Sancho, das ist da vorne. Na komm, noch ein bisschen. So, hier war doch Sanchos Box. Hier, was? Warum nicht? Wo soll ich denn dann abstellen? Hier. Okay. Oh, was war das? Ich muss sie doch vor Sanchos Box abstellen. Oder stelle ich sie innen ab? Ah, okay, alles klar. So, okay, Pferdemist. Ah, macht er von alleine. Der hat gar nichts auf der Gabel. Sie. Chris hat. Joch, jetzt ist die Box ja ganz. Die Schubkarre ganz braun. Pfui, Spinne. Okay, die kann ich wegbringen, oder? Kann ich die erst draußen bringen jetzt? Okay, komm. Wir bringen die mal raus. Zum Mist. Ja, zum restlichen Mist. Und auf. Sesam, open you. Achso, es ist ja noch helllichter Tag. Ich dachte, es wäre so langsam mal Abend oder so und sie würden sich chillen, Abendessen, ins Bett gehen und so weiter. Ist eigentlich immer noch der erste Tag? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist immer noch der erste Tag. Verrückte Sache. Okay. Wow. Oh, ich erschrecke mich immer so, wenn das passiert. Kapitel 3. Training mit Franco. Wo ist denn Luis? Naja, egal. Vielleicht könnt ihr euch um mein Pferd kümmern. Das machen wir doch gerne. Das ist sehr nett von dir. Luis sollte sich ein Beispiel an dir nehmen. Wie wär's, wenn ich dir als Entschädigung für deine Mühen eine Reitstunde gebe? Von ihm? Das muss doch nicht sein. Ich mache das auch so. Nein, ich bestehe darauf. Das heißt, natürlich nur, wenn du dich traust, ein etwas anspruchsvolleres Springtraining mitzumachen. Ehrlich? Hey, na klar traue ich mich. Ich bin gar keine so üble Springerin. Uh-oh. Es gefällt mir, dass du mutig bist. Mein Pferd Sancho steht vor dem Stall. Mach es fertig und ich warte dann in der Reithalle auf euch beide. Okay. Klasse, ich bin gleich da. Sancho also, ja, ich soll auf Sancho reiten. Aha. Na, alter Junge, wie geht's? Okay, ich brauche Sattel und so ein Kram. Und dann bekomme ich hier eine Reitstunde, eine Springstunde, obwohl ich das gar nicht möchte. Denn ich weiß gar nicht, was er für Springmethoden drauf hat. Und ich habe jetzt immer noch nicht, welches jetzt. Aber anscheinend ist der mit dem weißen Hemd der komische, oder? Franco. So. Wieso kann ich es nicht nehmen?
Wo ist denn der Sattel? Kann ich den nicht nehmen? Was? Ach so, der ist natürlich... Ach so, der ist natürlich bei Frankos Wohnwagen. Der Sattel, ich dachte, der wäre in der Sattelkammer, aber... Na gut. Ach, der liegt einfach auf dem Boden. Ja, okay, krass. Na gut, nehme ich halt hier den Bodensattel. Und dann gucken wir mal, ob Franco wirklich der tolle Trainer ist, von dem er behauptet zu sein. Das sind uns aber keine Reithalle, mein lieber Franco. Das ist unser freier Reitspringplatz. Aber nicht die Halle. Die Halle wäre da drüben. Ne? Das würde ich ja nur mal so gesagt haben. Also, das ist auf jeden Fall anders. Hier kann ich aufsteigen? Ach nee, ich darf nicht reiten. Ich dachte, ich darf Sancho schon mal reiten. Und dann, ja, wären wir jetzt schon da. Und so lassen wir so ein bisschen Zeit. Denn wir gehen gerne zu Fuß. Das ist einfach so. Sancho ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Aber offenbar ein recht gutes Springpferd. Mal sehen, mal sehen. Na, da wartet er schon. Ah, guck mal. Da wartet unser Hündchen auch schon auf uns. Er wedelt mit dem Schwanz, das ist aber süß. Mit der Rute, ne? Tja, endlich sind wir auch gleich da. Hallo, ich bringe Sancho. Wie wär's? Mit einer... Aber das ist jetzt... Ich dachte Reithalle, ne? Wollte ich nochmal so gesagt haben. Da stimmt wohl irgendwas nicht, ne? Aber wenn ihr Spanier das für eine Reithalle haltet, dann sage ich da mal nichts. Hier okay, Chris, du darfst auf Sancho aufsteigen. Geil. Wir werden dieses schwierige Hindernis dort hinten bewältigen. Was? Das sieht aber wirklich schwierig aus. Keine Angst. Du musst nur genau den richtigen Absprungpunkt erwischen. Mhm. Ich werde hier so lange mit dir üben, bis du den Punkt genau gefunden hast. Okay. Sancho ist ein erfahrenes Pferd und wird dir helfen. Oh, oh, ja gut. Ich habe so das Gefühl, Sancho wird sich verletzen und nicht zum Turnier antreten können. Und dann ist natürlich der... Okay, also Sancho hat keine Reiteranimation. Sancho beamt sich einfach so ein bisschen durch die Gegend. Das ist okay, Sancho. Ich finde das in Ordnung. Wow, das war echt gut. Das war gut. Das haben wir richtig gut gemacht. Guck mal, Chris. Ja, Chris auf Sancho. Das ist das neueste Dream Team. Voll gut. Ja, Riesensprung, ey. Ich bin begeistert. Das war super, Chris. Ja. Du brauchst ja kaum noch Anleitung von mir. Sag ich ja. Wirklich? Ich bin schon voll geil. Damit könntest du sogar auf dem Wettbewerb auftreten. Was? Aber... Ich weiß. Die Altersbeschränkung ist schuld. Mach dir nichts draus. Es gibt noch andere tolle Gelegenheiten. Hier, als Trost schenke ich dir mein Halstuch. Es ist ein altes Familienerbstück. Oh, wie süß. Ich soll dir zeigen, dass es manchmal Zeit braucht, bis dein großer Tag kommt. Wow, danke. Das ist ja total nett von dir. Nein, also er ist der Gute. Der mit dem hellen Shirt ist der Gute. Der mit dem dunklen Shirt ist der Fiese. Oder? Schauen wir mal. Das ist doch Luis. Luis, genau. Da kommt er. Wo ist der denn rumgelaufen? Seine Schuhe sind ja total schmutzig. Hm, allem Anschein nach telefoniert er gerade. Oh, komm, wir gehen ihn belauschen. Der war bestimmt, was? Was hat er gesagt? Dann gehört alles ihm? Oh. Was er wohl damit meint? Doch nicht unsere Farm, oder? Der war bestimmt bei dieser alten Jagdhütte, da wette ich. Chris, Philipp, wir müssen uns nachher unbedingt sprechen. Ich glaube, mein Hufeisen hängt schief. Chris, du weißt, was das bedeutet. Bis gleich. Ja, ich weiß, was das bedeutet. Sie hätte doch einfach sagen können, Leute, wir gehen nochmal kurz rein. Also, Caro, gibt was zu bereden. Du hast verdächtige Beobachtungen gemacht. Ich habe gesehen, wie Luis allein aus dem Wald gekommen ist. Und er hatte sehr dreckige Stiefel an. Verdächtig. Na und? Vielleicht war er wandern. Ja. Aber er hat sich im Wald schon einmal verdächtig verhalten. Was? Wann denn? Chris, weißt du vielleicht, was mein Schwesterchen schon wieder meint? Geil, also diese Quizfragen sind so richtig geil. Er hat sich nach dem Förster... Nein, er hat den Förster entführt. er hat sich nach dem zugewachsenen Weg erkundigt. Er hat sich nach dem zugewachsenen Weg erkundigt. Allerdings, das hat er. Genau.
Sehr verdächtig. Als wir das erste Mal in die Stadt geritten sind, ja, hat er sich nach dem Weg erkundigt, der zu dem alten Brunnen führt. Und vorhin kam er aus dem Wald und er sagte in sein Handy, und dann gehört alles mir. Daraus können wir schließen, Louis hat ganz sicher etwas vor. Ganz sicher hat Louis was vor. Und es hört sich nach etwas Gutem an. Oh ja. Aber was könnte es sein? Wir wissen es nicht. Lou, habt ihr das gehört? Das kam von unten aus dem Stall. Los, wir sehen nach. Oh Gott, das ist bestimmt was mit Sancho passiert. Oh Gott, wieso spielt denn Philipp? Der kann doch gar nichts. Schnell, schnell. Los, komm schon, schnell. Schnell. So, die Leiter herunter. Was war das für ein Geräusch? Da ist doch jemand an der Stalltür hinausgelaufen. Mal nachsehen. Okay, ob jemand rausgelaufen ist oder was innen passiert ist. Ich sehe mich auf dem Waldweg um. Ihr geht zu Frankos Wohnwagen. Okay. Gut, aber sei vorsichtig. Wenn du irgendetwas Ungewöhnliches siehst, komm sofort zurück. Ja, aber ich habe jetzt noch gar nicht im Stall geschaut, was da los ist. Oh, was ist mit Mumpitz? Mumpitz war schon immer ein guter Spürhund. Aha. Irgendwas suchen sie. Also, er muss ja im Stall gewesen sein. Und ich soll jetzt da zu Fuß in den Wald rennen, oder was? Boah, na gut. Wenn es weiter nichts ist. Dann rennen wir einfach mal in den Wald. Man, als Kind hat man noch Elan gehabt, ne, irgendwo hinzurennen. Hauptsache rennen. Normal geht man ja, ne, aber Kinder, no. Just running around. Na komm, wo ist denn der Wald anfangen? Kann ich nicht springen? Nein. Schade. Was mag da nur passiert sein? Was kann er denn gemacht haben? Ich dachte, er hat vielleicht ein Pferd entführt oder irgendwas oder ihn weggenommen, aber ich dachte, da standen jetzt die Pferde unten drin oder sie freigelassen oder so. Ich bin nicht sicher. Aber wir werden es rausfinden wahrscheinlich. Also jetzt wird es spannend. So. Sollten wir da wirklich den Waldpfad... Muss ich jetzt bis da vorne hin rennen oder was? Wirklich? Ist das Ernste? Muss ich bis da vorne rennen? Ich weiß nicht, ob das ist eine gute Idee. Aber na gut. Oh, was liegt denn da? Das ist nur ein Baumstumpf, oder? Liegt da was? Ach so, ist eine Bank. Ja gut. Aber wo müssen wir lang? Hätten wir hier lang? Da hätte ich hier gar nicht hinlaufen sollen. Reit den Waldweg entlang. Okay, warum laufe ich? Da ist etwas. Ah, da. Da ist ein frischer Fußabdruck. Er muss von der flüchtenden Gestalt sein. Auf jeden Fall. Oh, da gibt es dann einen geheimen Waldweg. Der Pfad. Ich hätte mal Käffchen mitnehmen sollen. Nee, doch. Nein, Luja. Das ist die alte Ruine. Da liegt ein Stück Kreide. Aha. Der alte Brunnen. Kann ich da reingucken? Der alte Brunnen wird schon lange nicht mehr benutzt. Oh, Sicherheitsgitter. Über den Brunnenschacht wurde entfernt. Ich bin hier fertig, sagt er. Also das Sicherheitsgitter wurde entfernt. Und da ist ein Seil. Da ist etwas in den Brunnen herabgelassen worden, Leute. Ich will das hochkurbeln. Mit der Kurve und früher die Wassereimer. Da ist das was drin. Ich will da reingucken. Mann, guck doch mal unten rein. Oh Mist, ey. Ich wette, da ist irgendwas richtig Spannendes. Ich muss es den anderen sagen. Schnell zurück zum Bettmobil. So. Ich glaube, mein Hufeisen hängt schief, Leute. Da war auf jeden Fall was in dem Ding drin, in dem Brunnen. Mann, aber er kann nicht reingucken, ne? Das ist unglaublich. Warum schafft er es nicht? Warum guckt er nicht einfach rein in den Brunnen? Ich will wissen, was sich da befindet. Was da für ein Geheimnis auf uns wartet. Ne? Ich wollte gerade sagen, die Pferde waren eine weiße Stute in Gefahr, aber das ist das Spiel Nummer 1. Nein, der falsche Ritter. Und, also, Pferde waren ein Teil 2, ne? Und wir waren das letzte Mal unterwegs. Und ich weiß,
Das war ja gestern ein aufregender Abend. Ach so, ja. Heute müssen wir herausfinden, was für seltsame Dinge hier vorgehen. Richtig. Du hast doch sicher schon eine Idee, wie wir das machen. Ha. Klar. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und jeder geht einer Spur nach. Ja. Ich selbst werde mich im Stall umsehen, wo wir gestern Geräusche gehört haben. Und Philipp, wenn du am Tatort eine Fußspur entdeckt hast, solltest du einen Gipsabdruck davon machen, um an dieses wichtige Beweismittel ranzukommen. Kein Problem, das kriege ich schon hin. Das kriegt er hin. Und ich werde mir mal das Zimmer von Luis ansehen. Was? Er ist heute Morgen nämlich weggefahren. Und Papa hat gesagt, Luis ist den ganzen Tag unterwegs. Das ist zwar nicht ganz die feine Art, aber ich habe so ein Gefühl, als dürften wir Luis gegenüber nicht ganz zimperlich sein. Okay, aber lass dich bloß nicht dabei erwischen. Und übrigens, hast du gesehen, ob Luis seine Stiefel anhatte, als er losgegangen ist? Ich habe gesehen, dass er Turnschuhe anhatte. Wieso? Weil er gestern Stiefel anhatte, als ich ihn gesehen habe. Und wenn er jetzt die Stiefel nicht trägt, stehen sie wahrscheinlich in seinem Zimmer rum. Dann solltest du unbedingt warten, bis Philipp mit dem Gipsabdruck zurück ist. Ah. Denn dann kannst du ihn mit den Stiefeln vergleichen und herausfinden, ob der Abdruck von Luis ist. Stimmt, ja. Alles klar. Ich mache jetzt den Gipsabdruck und dann gebe ich ihn dir, Chris. Gipspulver müsste in der Sattelkammer sein. Zum Anrühren brauchst du noch Wasser. Und dann schneidest du einen Papierstreifen zurecht. Ich weiß. Den Papierstreifen lege ich um den Schuhabdruck im Wald herum und gieße den Gips hinein. Das kriege ich schon hin. Und falls nicht, findest du ein paar Tipps im Logbuch. Ja, aber das kann ja so nicht angehen.